Triathlons aren't just races. They are a testament to your commitment. Ich muss schon mein Handy wiederholen. Ich muss schon die Quote vergessen. A celebration of your growth and a journey that transforms challenges into triumphs. Das Zitat habe ich letzte Woche irgendwo auf Insta gesehen. Ich weiss, es ist ein richtiges Insta-Motivation-Zitat. Aber ich glaube, das kann man auf mega viele verschiedene Bereiche nehmen. Nicht irgendwie nur Triathlon. Und es ist irgendwie so geil, weil es einfach so true ist. Es geht irgendwie nicht um ein Ziel oder um den Event, das zu erreichen, sondern vielmehr um den ganzen Journey. Willkommen zu dieser Trainingswoche Nummer 11. Wir haben wieder mal 26, kurz vor Eröffnung vom Hallenbad. Und heute ist wieder Schwimmtraining. Stefan hat mir auch noch eine kleine Nachricht geschrieben. Lieber Peter, hier der neue Trainingsplan. Es wird jetzt jede Woche etwas Neues drin haben, was du noch nie gemacht hast. Für diese Woche werden wir es am nächsten Sonntag nach dem letzten Laufeinheit 50 Burpees in absolut maximalem Tempo sein. Bitte Zeit aufschreiben, viel Spaß und denk daran, nichts ist unmöglich. Cheers und liebe Grüße, Stefan. Danke an dieser Stelle, Stefan, dass du mir immer jede Woche so einen Trainingsplan zusammenstellst oder einen Trainingsplan-Update reinmachst. Wirklich so geil. Und in 2 Minuten geht das Hallenbad auf. Okay, ihr seht mich wahrscheinlich auch nicht. Und ihr seht auch nicht, wie das Training aussieht, aber das ist das Training von heute. Mathe schreibt mir das immer und er geht immer so ins Fächli und ich kann es einfach holen. Wahrscheinlich habe ich circa wieder genau eine Stunde. Also wir sehen uns wieder genau eine Stunde. Okay, fertig für heute. Genau 1 Stunde und 6 Minuten. Fast 3 Kilometer. Ich habe probiert, die Übungen vom Samstag umzusetzen und ich habe Muskeln gespürt. Ich habe die noch nie gespürt in dem ganzen Schwimmtraining. Es ist wieder eine ganz neue Einstellung, wieder so etwas anzueignen oder so Technik. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich bin heute schon viel schneller gewesen, weil ich einfach so von Anfang an probiert habe, mir Wasser zu drücken. Also Markus, wenn du da siehst, I'm working on it. Okay, die Woche bin ich am Lesen, oder wieder am Lesen. Oh shit, jetzt hätte ich fast Kaffee ausgeleert. Der Alchemist von Paulo Coelho. Eines der besten Bücher, die ich empfehlen kann. Also ich werde jetzt die Vlogs nicht zum Buch-Review-Ding machen. Aber in der letzten bin ich wieder richtig viele Bücher, die ich schon mal gelesen habe, wieder am Lesen. Ich habe mal irgendwo gehört, dass es mega Sinn macht, anstatt dass man immer irgendwie nachher wieder neue Bücher in die Hand nimmt, dass es auch mega Sinn macht, irgendwie die besten 10, 20, 30 Bücher, die man je gelesen hat, die einem wirklich so mega bewegt hat, inspiriert hat oder man Sachen daraus gelernt hat, dass es Sinn macht, die wieder zu lesen, weil man dann meistens auch irgendetwas anderes wieder mitnimmt. Aber wenn ihr eine gute Buchempfehlung habt, allgemein für eine geile Geschichte oder irgendwie ein interessantes Buch, wo ihr mega viel davon gelernt habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schaut mir das gerne durch. Ich bin immer open for new book recommendations. Also ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Das klingt immer so richtig krass. Ich habe morgens ein Video geschnitten und am Nachmittag hatte ich noch ein paar Calls gehabt und ein paar E-Mails. Und jetzt kommt der Noel auf Besuch und ich habe eine Überraschung für ihn. Um was es aber im Detail geht, das verrate ich euch genau nächste Woche. Sicher nicht. Bro, sick, man. Woher? Mit dir. Ja, Bro. Ganz ruckgeball nachher. Heute Morgen. Wir haben heute Mittwochmorgen und ich habe bis um 7:45 geschlafen. Aber ganz ruhig. Ich kann es wieder erklären. Wir sind gestern wieder bis um 10:45 im Büro gewesen. Das ist wirklich ein sehr, sehr spezielles Projekt. Normalerweise mache ich auch irgendwann Feierabend. Aber Noel war gestern wieder auf Besuch gewesen und es kommt wirklich etwas richtig Geiles nächste Woche. Und übrigens,
Danke vielmals für die geilen Tipps und Ratschläge in den Nachrichten und Kommentaren, die ich von euch bekommen habe. Ich habe letztens erst eine richtig gute Nachricht bekommen. Auch von jemandem, der mir gesagt hat, wegen der Ernährung während der langen Sessions auf dem Velo. Was halt dort mega wichtig ist, dass du halt immer genug Kalorien zuführst, weil du plötzlich irgendwie so in so Fressattacken hast, was ich definitiv hatte. Und weil ich mich dort sicher nicht optimal ernährt habe. Während der Einheit. Danke vielmals jetzt schon 1000 für diese Tipps. Heute steht noch Gym am Abend. Und jetzt durch den Tag bin ich daheim. Work. Ich finde es lustig. Was stellt ihr euch echt darunter vor, wenn ich sage, heute steht das Arbeiten an? Weil beim Arbeiten bin ich. Es ist entweder immer so ein bisschen eins von diesen drei Sachen. Entweder bin ich im Büro und schneide ein Video. Oder ich beantworte E-Mails oder bin am Telefonieren mit verschiedensten Leuten, Unternehmen, Freunden. Oder als drittes, ich bin irgendwo etwas am Shooten oder am Aufnehmen. Das sind eigentlich so, ich glaube, die drei Main-Sachen, wenn ich von Arbeiten rede. Einfach, dass wir das auch gelernt haben. Finde ich eine richtig geile Quote heute im Buch. Der Mann, der den Berg abtrug, war derselbe, der damit anfing, kleine Steine wegzutragen. Chinesisches Sprichwort. So, wir haben 20.15 Uhr und ich gehe jetzt heute Abend ins Gym. Ah ja, die Brille ist heute auch noch gekommen. Blue Light Blocker. Die, glaube ich, etwa 20 Franken kostet. Aber es ist richtig cool, ich hatte sie den ganzen Nachmittag angehabt. Und es fühlt sich gerade so krass, wenn ich sie abziehe. Als wärst du irgendwie den ganzen Tag am Skifahren gewesen. Und nachher, wenn wir den ganzen Tag in so ein blaues Screen hineinschauen, ist, glaube ich, manchmal nicht so gut für die Augen. Und dann kann ich am Abend auch ein bisschen besser schlafen. Bis jetzt am Ausprobieren. Ich gebe euch ein Update, falls sie wirklich gut ist. Genau. Heute auf dem Programm. Krafttraining, 1 Stunde. Können wir wieder dreimal raten, was für ein Körperteil trainiert wird. Bein. Heute werden wieder Bein trainiert. 1 Stunde Krafttraining, Bein. Und dann 30 Minuten Velofahren. Alle 5 Minuten 20 Sekunden Vollgas Sprint. Gerne im Sitzen. Ansonsten GA1 mit 90 bis 100 Umdrehungen pro Minute. Let's head to the gym. Oh. So. Okay, ich bin wieder mit dem Menü unterwegs. Und etwas, was ich euch noch gedacht habe, was ich mal noch erzählen möchte. Ich finde es mega interessant. Ich habe immer gedacht, bevor ich mit dieser Challenge angefangen habe, dass Schwimmen das wird sein, wo man von all diesen Sachen am wenigsten Spass wird machen. Aber tatsächlich ist es das Gym. Beintraining finde ich irgendwie so ist ein bisschen das Monotonste, was man machen kann. Aber mal schauen, wie lange ich jetzt das im Trainingsplan habe. Macht definitiv sicher Sinn, jetzt dort bei den Beinen noch ein bisschen mehr Muskeln aufzubauen. Und sobald es dann wieder ein bisschen wärmer ist, ein bisschen mehr Velo fahren. Guten Morgen, wir haben 6.23 Uhr und heute ist Sonntag, heute geht es ins Hallenbad. Und heute habe ich noch einen Special Guest dabei. Wuhu! Es ist so früh. Rebecca kommt heute mit ins Hallenbad und macht auch noch ein paar Länge. Würdest du noch etwas sagen zu meiner Ironman Journey? Ja, nichts Schatz, ich bin mega stolz auf dich. Ich glaube, ich könnte nie 3,8. Ich kann mir nicht vorstellen, 3,8 km am Stück schwimmen. Aber ich bin sicher, dass du das packst. Du bist sehr gut vorbereitet, du bist sehr geile Trainer. Nein, heute ist nur schwimmen. Okay. Nur schwimmen. Ja. Morgen dann wieder. Okay, das ist das Schwimmtraining von heute. Rebecca ist schön im Wasser und ich fange jetzt an. Wir sehen uns in einer Stunde. Also Schwimmtraining für heute ist durch, genau 1 Stunde und 1 Minute und genau 3 Kilometer. Der Rebecca ist heute im Homeoffice. Es ist ein weiterer normaler Arbeitstag, außer das Einzige, was noch ein bisschen speziell ist heute. Ich darf über den Mittag in Basel im Rotary Club einen kleinen Talk halten. Und dort nehme ich euch, glaube ich, auch mit. Das ist vielleicht cool.
Mal nicht einfach nur die Heim im Büro. So cool, ich habe heute jemanden getroffen im Hallenbad. Der Yves. Liebe Grüße, Yves, falls du das Video schaust. Er macht auch den Ironman in Thun. Das erste Mal, wo ich tatsächlich jemanden getroffen habe, der auch den Ironman in Thun macht. Zum ersten Mal. Also an der Stelle, riesen Shoutout an Yves, der einfach ein richtiger Macher ist und sich angemeldet hat auch für den Ironman in Thun. Ich habe übrigens jetzt auch gerade vorher noch die App abgeladen, MyFitnessPal. Das da. Mit dem kann man so seinen Kalorienbedarf und einfach sein Essen kann man mit dem tracken. Ich habe das vor etwa 6 Jahren auch mal gebraucht, als ich so ein bisschen Gewicht aufbauen wollte. Oder Gewicht aufgebaut habe, vor allem im Gym. Aber ich habe es jetzt wieder runtergeladen, vor allem aus dem Grund, weil der Stefan sich, glaube ich, ein bisschen Sorgen gemacht um meine Ernährung. Ich habe jetzt für eine Woche lang meine Ernährung dokumentiert, in Form von ich einfach immer ein Foto gemacht. Er hat gesagt, es macht mal Sinn, einfach zu tracken, weil es macht halt auch einen richtig krassen Unterschied. Hat er gesagt, wenn du so eine kleine Ernährung hast oder einfach so die richtige Ernährung und vor allem auch genug isst. Ich habe jetzt mal alles hier angegeben und mir hat es einen Kalorienbedarf von 3268 Kalorien angegeben. Mit den Werten, die ich eingegeben habe. Also mit, dass ich 1,83 bin, ich etwa 78 Kilo bin und halt, ja, sehr aktiv jetzt mit dem ganzen Ironman-Training. Und bin gespannt, wie das wird rauskommen. Wenn ich mir so überlege, heute wird es schon wieder richtig schwierig. Wie will ich das tracken? Das muss ich wahrscheinlich ein bisschen schätzen, denn weil heute ist ja dort in diesem Rotary Club gerade mit denen. Es wird ein bisschen schwierig, das abzuwägen. So, bitte, dann kannst du geschickt, kannst du dich parkieren. Ja, am besten einfach, gibst du schnell einen Funk, wenn du dort bist, dann ist es dran. Bis gerade. Okay, ich bin jetzt in Basel angekommen und ich gehe jetzt in die Brasserie Kaffeespitz. Normalerweise bin ich eigentlich, wenn ich so Talks mache, immer hure gut vorbereitet. Aber heute habe ich einfach wirklich gar nichts vorbereitet. Aber wir werden es so machen, der Christian, er, der mich auch eingeladen hat, wenn wir so Fragen stellen. Zuerst mal bei einem Rotary Club. Mhm. Ja, nein, jetzt ist schon auf. Erster Stock. Ja. 11:45 Uhr fängt das Essen an. Also wir können es im Stehen machen, bei der Watch. Habe ich einfach nichts vorbereitet. Genau, und dann erzähle ich bitte zuerst, wie wir uns kennen. Du musst noch sagen, wie ich es gemacht habe. Also ich habe es vergessen zu filmen, aber Christian erzählt jetzt euch, wie er es gefunden hat. Ja, bitte, das Weltklasse gemacht. Gut. Es ist krass, wie viel besser ich bin, wenn ich einfach frei reden kann. Also habe ich das Gefühl, wenn ich so einen Talk vorbereite, wo ich genau da erzählen will. Und es ist eigentlich recht gut, dass ich einfach frei erzählt habe. Guten Morgen. Heute Freitag, in 5 Minuten, kommt der Flavio und dann machen wir einen kleinen Mini-Ironman. Mit dem einzigen Ding, dass wir Velofahren getauscht haben gegen Fußball. Einfach weil wir beide kein Velo haben. Das heißt, wenn du am Filmen bist. Also wir machen heute den Flavio vs. Peter. Sport-Challenge. Und zwar haben wir 3 Disziplinen. Das erste ist Schwimmbad, nachher gehen wir gut joggen und dann gehen wir Fußball spielen. Wir machen in jeder ein Bell gegeneinander und der Verlierer muss schlussendlich beim Arschfetzen vom Fünfer herheben. Wie früher noch. Ist gut. Das Pausenplatz gesetzt. Hey, ich bin uns jetzt schon ein bisschen, aber ich gebe alles. Gut. Wir machen jetzt 3 Disziplinen und zwar machen wir zuerst machen wir ein Warm-up. Aber ja. Nachher machen wir einen 25 Meter Sprint. Ein 50 Sprint? Meter Sprint. Ja, gegeneinander. Aha, im Wasser. Ja, ja. 50 Meter Sprint, also hier und zurück. Und schlussendlich machen wir noch 400 Meter. Und schauen, wer das schneller ist bei uns beiden. Macht mehr Sport. Dann könnt auch ihr so einen Top-Körper haben wie ich. Peter macht jetzt noch eine lange Warm-up. Ich bin eigentlich schon durch. Also ich bin schon warm. Jetzt warten wir schnell auf ihn, dann fangen wir nachher an. 25 Meter, der schneller ist. Bist du bereit? Mit Abstoßen. Du machst ohne, oder? Nein, mit Abstoßen. Okay. Magst du einfach so viel testen? Ready. Set. Go! Go! Ich mach doch nicht! Das ist echt so lange! Am Anfang habe ich das gedacht, was ist das für eine Sache? Also, hin und zurück. 50 Meter. Go! Können wir das einfach reinschneiden? Als der Schluss von der 400 Meter. Ich mach so 10 Meter. Nach dem Sensor. Aber es ist knapp. Also,
die dritte und letzte Schwimmbad-Challenge. 400 Meter, 16 Längen. Ja, und zwei habe ich jetzt easy geschafft. Das heisst einfach nochmal 8 Mal mehr. Okay. Flavio macht das erste Mal in seinem Leben 16 Längen. Ich glaube generell auch zusammenzählt die ersten 16 Längen in meinem Leben. Go! Little boy, we got that turn. I'm going to go back. Ja. Also die nächste Sportart ist, wo wir... ist, wo wir machen. Das ist die Sportart, die wir machen. Also die nächste Sportart, die wir machen, ist Joggen. Und zwar machen wir 1 Kilometer, 400 Meter und 100 Meter Sprint. Alles am Stück. Nein, nicht alles am Stück. Nein. Chancen off, der Flavio, wenn er jetzt hier den Bogen umreißt, ist eigentlich nachher alles off für den Fußball wieder. Ja. Ready. Ready, set, go. Oh, jetzt so schnell, Fred! Hey, ich hab die erste Bahn noch länger! Pacemaker, Flavio! Mit Ball! Mach mal schnell! Flavio, brutal gut angefangen. Ich hab zuerst gemeint, ich verliere wirklich. Aber jetzt läuft er. Alle Flavio! Hey, ich hab mich beschützt. Ja, und ich so, hä? Ich dachte so, ist ja voll easy, ist ja nur eine Runde. Du hast mir ja gesagt, es sind 2,5. Ich hab beiden gesagt, ich so, 1 Kilometer sind 2 Runden noch und eine halbe. Ja, ich weiss nicht, wo ich war, wo du das gesagt hast. Das war ja knapp, ja. Ja, jetzt ist eine Runde noch und ein Sprint. Ich glaube, Sprint bist du stark, hä? Ja. Ich habe als KV gemacht, gell? Das ist schnell auf den Bus. Go! Ja, chill, ja, chill! Ja! Ich sehe einen abschissen. Schade, wenn man sich nicht an die Spielregeln hält. Das ist nicht mehr. Ja, das ist schön. Ah! Ah! Schön war's. Ich habe gewonnen. Ich bin los. Hast du auch auf dem Flug? Ja. Also, nächste Disziplin ist Fußball. Gehört ja eigentlich wie beim Ironman auch dazu. Man kennt es ja. Und zwar machen wir jonglieren, Latte schiessen, also Lattenkönig, und ein kleines Match auf einem kleinen 1 gegen 1 Feld. Beim Jonglieren könnt ihr entscheiden, wer die geile Choreo macht. Jeder von uns hat 30 Sekunden Zeit, das ist gut. Ab. Ab. Jetzt. Geile Choreo gewesen. Ja. Ja, ich muss eigentlich alles geben. Es wird relativ schwierig für den Peter, um zu stoppen. Peter, in 30 Sekunden, laufen ab, jetzt! Ja, ich habe jetzt schon verloren. Hast du jetzt den Ball geküsst? Oh, shit! Noch 15 Sekunden, komm! Ah! Danke! 4, 3, 2, 1. Weißt du, Peter ist einfach so eine Aufzucht von FC Barcelona. Das ist wieder Messi. CR7 for life. Das ist Nummer 1, eh? Ohne Probeschuss, das ist der erste Schuss. Bam! 1-0. Peter, Schuss Nummer 1. Bravo, kannst du klüsen? Nein! BAM! 2-0! Das gibt's doch gar nicht, ey! Dritter Schuss von Peter! 2-0 für mich, wenn ich den jetzt mache, ist alles vorbei. Hey! Also, aber jetzt muss ich treffen, oder? Ja, du kannst eigentlich nur noch unentschieden machen. Hey, aber Peter! Kein Druck, gell? Einfach konzentrieren!
Nein! Aber yes! Streift! Ja, Mann! Der hätte mit dem jetzt Haare schneiden können. Jetzt mach ich auf den nächsten. Flavio kann es entscheiden. Ja! Perfekt, das Latte! Du hast drei Latte gehabt. Ich kenne da ab. Ich dachte, da gewinne ich. Komm, an noch einen. Ja, was ist jetzt? Also, letzte Disziplin. Alles entscheidend, der, der nie gewinnt. Gewinnt alles, oder? Ja, der gewinnt alles. Doch, der gewinnt alles. Und der Verlierer von diesem Fußballmatch, wir spielen auf 3 Goals, der muss Arsch geben. Ich tote Spieler. Hey, gut spielen. Aber fair. Schnell! Entscheidende Goal, eh? Das ist schön. So, ich kann mal alles tun. Ah, ist alles gut. Jetzt kommt noch eine Bestrafung. Oh nein! Ich habe es schon wieder vergessen. Gut, ich schieße auch nicht fest. Es brennt! Ich habe so Flashbacks zu der Primarschule gerade. 1 Millimeter ist 1000 Kilometer. Dann denken wir immer so, das ist der Mars im Maßstab 1 zu 1 Milliarde. Bro, okay. Chill doch einfach. Ja, du bist einfach nur. Ist das Planetenweg? Ja, davor kommt die Sonne. Ach, schon. Ah, Mann! Oh! Du hast noch nie im Eismaß? Nein. Das ist wirklich wichtig, nachher einfach schnaufen. Ja, ist schon fresh. Was ist so ungeil? Eine Minute. Sicher nicht! Mach! Alter. Nein, ich mach das nicht 2 Minuten, Alter. Ich bin nicht mehr an meinem Körper. Ich bin wieder Gollum. So, machen wir mal etwas. Das ist gut. Wie viel müssen wir noch? 2 Minuten 30. Alter, ich spür wirklich nichts mehr. Ich spür nichts mehr. Oh. Ja, wurde geil, ja. Boah, nein, nein. Machen wir noch Titanic. Ich hab den durchgebracht. Ja, wieso? Es ist immer noch der gleiche Tag, es ist immer noch Freitag. Das Wetter vom Morgen mit dem Flavio hat jetzt einfach gewechselt, von Sonne zu Regen. Und ich gehe jetzt noch ins Gym, weil Leg Day kann ich gleich nicht einfach skippen, jetzt wegen dem, was wir heute gemacht haben. Ja, boah, flotsch nass. Guten Morgen, wir haben Samstag, 7 Uhr am Morgen. Ich gehe jetzt 2 Stunden aufs Velo. Und nachher kommt ein Besuch, der mitkommt auf die Schwimmeinheit. Also, noch genau 4 Stunden. Nachher bin ich mit dem 2-stündigen Velo-Einheit vom Samstag fertig. Nachher kurz etwas essen, dann geht es zum Schwimmen. Und während diesen Einheiten, das ist noch witzig, höre ich einmal Musik. Oder ich habe jetzt auch schon 2-3 Einheiten gar nicht gemacht. Oder ich höre einen Podcast oder ein Hörbuch. Oder, das mache ich wirklich sehr gerne, einfach Leute anrufen. Fragen, wie es ihnen geht, was sie machen. Und heute Morgen habe ich so gedacht, okay, 7 Uhr am Morgen, wer ist echt schon wach? Und dann habe ich einfach mal kurz meine Eltern angerufen, gefragt, wie es ihnen geht.
bin ich up to date, weiss, dass alles läuft. Meine Mutter ist immer noch sehr besorgt darum, dass ich zu wenig esse, weil ich so viele Kalorien verbrenne. Aber Mami, wenn du das Video schaust, ich ernähre mich gut. Ich schaue, dass ich nicht vom Stängel falle. Fertig. Die Woche fühle ich mich erstaunlich gut. Schon gestern im Gym ist es mir recht gut gelaufen. Aber Stefan hat geschrieben, nächste Woche ist Hell Week. Das wird wahrscheinlich wirklich crazy. Also die Person, die jetzt heute mitkommt im Schwimmtraining, ist meine Schwester Lara. Sorry, du bist spät. Aber ich denke, wir sind sicher am Velofahren. Wir haben jetzt noch das letzte Schwimmtraining von dieser Woche. Ich muss nachher noch schauen, was der Mathe hat mir schon wieder ein Schwimmtraining geschrieben. Und ich habe noch einen Special Guest. Tada! Lara kommt mit. Wuhu! Das war schon mal in einem Schwimmtraining gewesen, Lara. Ich war noch nie in einem Schwimmtraining, aber ich habe schon mal einen Krellkurs gemacht. Mal schauen. Mal sieht immer noch richtig leer aus. Mal das bekannte Moshäuschen zu finden. Hast du auch schon einen der Vlogs geschaut? Sicher. Wirklich? Ja. Also Schwimmtraining von heute sieht so aus. Es sind wieder so Serien 10x50, 10x50, 5x50 und 5x50. Okay, wir haben Sonntag, ich habe jetzt bis um 9 Uhr am Morgen geschlafen. Und das Training für heute sieht so aus. Zuerst 45 Minuten Velofahren und dann geht es raus, 1,5 Stunden joggen. Locker GA1. Am Schluss des Workouts kommt noch der Schluss. Machst du bitte in der Wohnung nach 50 Burpees mit absolut maximalem Tempo und schreibst bitte die Zahlen auf. Ich habe jetzt schon ein bisschen angepasst, meine Strategy. Ich habe jetzt mir das Porridge gemacht, gestern Abend. Und das war jetzt schon im Kühlschrank, ein bisschen mit Honig, ein bisschen mit Früchten. Also mit einer Banane noch und mit Himbeere. Ich esse jetzt mal ein Bierbitzli, schon vor dem Velofahren. Nachher esse ich vielleicht irgendetwas zwischendrin noch. Und dann gehen wir joggen. Mal schauen. Aber jetzt sehr gut. Jetzt sehr gut. Meine Haare sind auch... neues Teil. Erste Training fertig vom Sonntag. Jetzt während dem Trainieren also Honigreiswaffeln gegessen. Ich weiß nicht, wie gescheit das ist, aber sicher besser als gar nicht. Aber die sind nur fein. Okay, ich habe 20 Minuten gemacht von meinem Run. So vom Velo auf den Run switchen. Merkt man schon, wenn man so ein bisschen schwere Beine hat, vor allem jetzt nach dieser ganzen Trainingswoche. Ist nicht das Einfachste, aber braucht einen Moment, bis du warm bist. Und was wirklich noch komisch ist, schwitze mit der Hand. Schwitze warm! Man schwitzt immer mega nach, also der Rücken ist hure nass. Und das ist eigentlich hure unangenehm, wenn es so kalt ist. Okay, genau 45 Minuten und ich bin da. Jetzt gehe ich wieder um. Ich gehe 45 Minuten zurück und ich bin wieder daheim. 1,5 Stunden. Fertig. Ui. Jetzt noch 50 Burpees und dann bin ich fertig mit dieser ganzen Trainingswoche. Frage mich nicht, warum 50 Burpees noch in diesem Trainingsplan sind. Frage den Stefan. 50 Burpees. Starting from now. Super. Und ich hatte 3 Minuten. Sehe ich gerade. In dem Sinn, bis nächste Woche.